Da oben. In den Lüften. Oh. Oh. Tatsächlich, das sind Drachen. Waschechte Drachen. Unglaublich. Gleich mehrere. Sie sind also lebendig? Besonders tot sehen mir diese Exemplare nicht aus. Seht sie euch doch an. Jung und agil. Ein bisschen angeberisch, was ihre Luftakrobatik angeht. Wenn ihr mich fragt, aber sonst... Ich begreife das alles nicht. Wo sind wir? Wo ist der Priester? Was ist geschehen? Ich sagte es schon, Amon. Die Frage lautet nicht, wo wir sind. Sondern? Die Frage lautet, wann wir sind. Arkanentladung. Als sowohl Carter Schul als auch ich den Stab aus Drachenknochen berührt haben. Aber nein, Saphira, die Manipulation von Zeit und auch Raum, wie es scheint, selbst mit Hilfe von Artefakten aus vergangenen Zeiten... Bedenke das Laboratorium, Tipp. Es war voller magischer Relikte, Kristalle, Runen, die in die Wände eingraviert waren. Ruban, Grane, Topas und Aquamara, sogar Amethos. Sie leben! Die Incantatus Sanguis Constante. In einem von Sir Gavin Dials Büchern wird über die Kontinuität der temporalen Matrix als kurvenreich gekrümmte Dimension... So simpel ist es nicht, vertrau mir. Stell dir die Achsen der Dimension nicht als Knotenpunkte vor, deren Richtung und Verlauf von einer polarisierten Kontinuität geprägt werden. Sondern von ihrer invertierten Krümmungskurve. Aber natürlich! Jetzt hast du es begriffen. Ich verstehe nur Kutschenhof. Dann wiederholen wir es nochmal für unseren großen Schwertschwinger mit dem kleinen Hirn. Dieser Strudel vorhin, der uns von der Grabkammer bis zu dieser Wiese gebracht hat, war eine Zeitreise. Eine... sowas geht? Eigentlich nicht. Sagen wir, es ist nicht üblich. Das akzeptiere ich dann mal. Und wann sind wir jetzt genau? Im Jahrhundert der Elementdrachen. Dort oben fliegen sie. Frei, ungebunden, voller Leben. Wenn die Aufzeichnungen in der Bibliothek zu Falkenfels korrekt sind, wurden wir etwa 1000 Jahre in die Vergangenheit geschleudert. Was? Ich bin mir nicht einmal sicher, dass euer Falkenfels in dieser Epoche bereits existiert. Vermutlich ist das noch ein Dörfchen, in dem sich die Bewohner gegenseitig mit Keulen die Schädel einhauen. Und das alles nur, weil Tipp und der Drachenpriester diesen komischen Stab angefasst haben? Mein Element ist das Drachenbein. Es verstärkt meine arkane Veranlagung und auch meine Kräfte. Deine Magierweihe. Ich erinnere mich. Auch ich war einer der Zuschauer. Nun, es ist nur eine Theorie. Doch es scheint sich bei Carter Schul ebenfalls um einen Drachenmagier zu handeln. Als wir beide uns um den Stab stritten, muss sich eine noch unbekannte arkane Kettenreaktion gebildet haben und... Hey, ihr da! Seid gegrüßt! Guten Morgen! Zwei junge Frauen. Sie kommen direkt auf uns zu. Was wollen wir ihnen sagen? Vorerst gar nichts. Nicht wahr, Saphira? Saphira? Sie alle leben... Ich bin hier, bei ihm. Die Monsterjägerin ist keine Hilfe, fürchte ich. Lasst mich das Reden übernehmen. Seid gegrüßt, junge Wanderin. Oh, den Göttern sei Dank, haben wir euch gefunden. Ich heiße Taela und dies ist meine Schwester Hanka. Hallo. Wir haben ein unglaublich wichtiges Anliegen. Daher unsere Frage. Ist einer von euch beiden dieser Frau mit dem trüben Blick versprochen? Aber ihr dürft uns nicht verschaukeln. Seid ehrlich. Nun, also, dies ist Amon von Falkenfels, Saphira und mein Begleiter Ai. Mein Name lautet Tiberius. Aber versprochen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Weshalb fragt ihr? Woo! Ja! Ihr seid aber glücklich. Fürchtet ihr euch denn nicht vor Räubern oder Wegelagerern? Wir sind Fremde, die etwas Böses im Schilde führen könnten. Wegelagerer? Wir sind im Reich des Diamos.
des größten der Elementdrachen. Ach, ganz toll, wirklich. Und das bedeutet was genau? Oh, euer geflügelter Begleiter kann sprechen? Ihr müsst wirklich von sehr weit her angereist sein, wenn ihr ausgerechnet in diesem Land Diebe und derartiges Gesindel befürchtet. Das gibt es hier nicht. Keine Verbrechen? So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Wo sich Menschen zusammenfinden oder Trolle, Oger, Kobolde und. Dort wird gestohlen, geraubt, gemordet. So ist der Lauf der Welt. Und nichts und niemand kann daran etwas ändern. Das Gesetz der Drachen wird von jedermann geachtet. Es gibt keine offenen Verbrechen in diesen Landen. Eure Begleiterin hat absolut recht. Seid ihr auch wegen der Feierlichkeiten hier? Das Fest der Eintracht lockt uns auch immer wieder aus unseren Dörfern in die Stadt am Fuße des Drachenbergs. Wollt ihr beide unsere Tanzpartner sein, ja? Oh, bitte, 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 bitte. Tanzen? Aber wir... Also, wir wollten eigentlich... Ja, unbedingt. Wollt ihr? Wollt ihr das für uns tun? Zwei so stattliche Wandersleute, wie ihr es seid, werden uns arme Bauerntöchter doch nicht ohne Kavaliere auf das Fest schicken. Sagt ja, wir bitten euch. Ja, sagt zu. Es wäre so wunderschön. Im Grunde wäre es uns eine Freude. Oh, sie tanzen ja mit uns. Oh, wie schön. Wir werden tanzen, bis uns die Füße schmerzen. Aber leider haben wir andere Pläne, denn wir... Ja, wir... Also wir müssen sehr dringend... Wir sollten zum Fest gehen. Es ist das Richtige. Gehen wir in die Stadt und besuchen wir das Fest der Eintracht. Hanka und Taela führten uns in die Stadt am Fuße des großen Berges, um dessen Gipfel die Drachen ihre luftigen Bahnen zogen. Das Fest der Eintracht war in vollem Gange und die Straßen und Gassen platzten aus allen Nähten. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind des Landes schienen auf den Festzelten, Weinausschenken, Fleischbrätereien und Tanzwächen den angebotenen Lustbarkeiten zu frönen. So wie auch Amon und ich, wenn auch nicht ganz freiwillig. Amon! Könnte ich dich kurz sprechen, bitte? Ausgerechnet jetzt? Dies ist mein Lieblingslied. Meines auch. Lasst uns weiter tanzen, bitte. Eine gute Idee. Wir besorgen Erfrischung. Wie wäre das? Taela? Hanka? Na schön. Aber ihr müsst versprechen, euch zu beeilen. Ja, versprochen. Das werden wir. Kommst du, Amon? Ich folge dir auf dem Fuße. Drachenpunsch für mich. Und für mich ein Lindwurmlikör. Mit Erdbeeren, bitte. Danke. Oh, Taela tanzt mich noch in den Tod. Meine Füße, ich habe kein Gefühl mehr in ihnen. Ich habe für mein Schwertkampftraining bereits tagelang in schwerer Rüstung Dauerläufe absolviert. Aber dabei musste ich nicht dauerlächeln und darauf achten, niemandem auf die Füße zu treten. Dein Ruf in Falkenfels war also nicht unbegründet. Mein Ruf? Was wurde denn über mich erzählt? Zusammengefasst wurde die Vermutung geäußert, dass du eines Tages vermutlich ein Breitschwert heiraten würdest, ehe du von selbst Interesse am höfischen Leben entwickeln würdest. Vater hat mich zu Tanzstunden gezwungen. Es war die reinste Folter. Ein frohes Fest der Eintracht! Willkommen in Hakons Schankstube! Heute mal am Außenstand. Aber wer würde sich die Festlichkeiten bei diesem herrlichen Drachenwetter auch entgehen lassen wollen? Ein frohes Fest der Eintracht, auch euch, Herr Wirt! Sagt einfach Hakon zu mir, das tun hier alle! Danke, das ist Tiberius. Ein frohes Fest der Eintracht! Und ich bin Amon. Wir hätten gerne... einen Drachenpunsch und... was war das zweite noch gleich? Ein Lindwurmlikör. Danke, genau. Ein Drachenpunsch und ein Lindwurmlikör. Und zwei große Humpen Wasser, wenn ihr die Güte hättet. Unsere Tanzpartnerinnen sind fordernd. Die Mädchen aus den Dörfern sind harte Arbeit gewohnt und haben Beinmuskeln aus Eisen. Sie werden noch tanzen, wenn morgen die Sonne aufgeht. Was Süßes für die hübschen jungen Damen da drüben, die gerade von einer ganzen Horde junger Männer belagert werden? Ja, wirklich. Das ging schnell. Und zwei Humpen Wasser für die tanzmüden Herrschaften aus der Fremde. Wohl bekomm's. Ihr seid nicht von hier? Na, das Fest der Eintracht zieht Menschen aus den entferntesten Gegenden an.
Letztes Jahr habe ich sogar einige Piraten aus dem Satansarchipel gesehen. Da dachte ich noch, oh, gibt das etwa Ärger? Aber ein Blick nach da oben zum Drachenberg genügt und jeder noch so trunkene Holzkopf schluckt seinen Ärger herunter. Denn die Gesetze des Diamos sind unumstößlich. So ist das hier. Friede und Sicherheit. Seid ihr denn nicht glücklich, Harkon? Für mich klingt eure Beschreibung dieses Landes nach geradezu paradiesischen Zuständen. Ich habe mich umgesehen. Kaum jemand trägt eine Waffe bei sich. So wenig Krieger habe ich noch niemals in einer Stadt gesehen. Wozu soll man denn auch Schild und Axt mit sich herumschleppen, wenn man kein Holzfäller ist? Wozu ein Schwert schleifen, das doch nur als Erbstück weitergereicht wird und an den Wänden nur noch zur Zierde dient? Weil die Elementdrachen sämtliche Gegner verschrecken. Niemand kann gegen eine ganze Familie von legendären Bestien siegen. Das sehe ich ein. Das Wort Bestie will ich mal überhört haben, junger Bursche. Auch wenn das Leben in Sicherheit vielleicht etwas Langeweile birgt, so vermisse ich ganz sicher nicht die Zeiten, als meine Tochter Jolinda noch Messer in den Stiefeln versteckte, um sich gegen trunkenes Gesindel und zudringliche Raufbolde zu verteidigen. Verzeiht, so war das nicht gemeint. Ich selbst bin Krieger geworden, um Schwächere zu schützen. Was der Drache Diamos geleistet hat, Friede, Wohlstand und vor allem Sicherheit, ist auch mein Ziel. Das Böse fernhalten. Doch wenn es kein Böses gibt, ja. Dann könnt ihr euer Schwert ebenso gut an den Nagel hängen. Es ist nicht mehr vonnöten. Eben dies ist Sinn und Zweck dieser Feier. Das Fest der Eintracht. Ehrlich gesagt tausche ich den Nervenkitzel der Gefahr gerne gegen etwas Sicherheit ein. Zumal es ja nicht so ist, als gäbe es keinerlei Probleme in dieser Stadt. Probleme? Wovon sprecht ihr? Macht Platz, räumt die Flächen. Der Hohepriester will zu euch sprechen. Menschen, macht Platz, geht beiseite. Katasul ist hier. Sagt er gerade Katasul? Meint er etwa den Katasul? Dann sahen wir ihn. Katasul, den Drachenpriester. Gehobenen Hauptes schritt er an der Spitze seiner Prozession durch die Stadt, lächelte und winkte den Einwohnern zu. Was ihm entgegenschlug, war jedoch keine Freude, sondern Argwohn und Grimm. Meine Kinder, wie gut es ist, euch zu sehen. Der oberste Drache Diamos spende euch seinen Segen. Ja, seid gegrüßt. Kinder, kommt weg von hier, weg von der Straße. Geht diesen Menschen aus dem Weg, fort mit dir, schnell, komm. Diamos wird sogleich eine Rede. Diese Drachenanbeter wieder. Hat man denn niemals eine Ruhe vor denen? Genügt es nicht, dass wir den Zehnten unserer Erträge an sie abzugeben haben? Haltet den Mund, Melina. Oder glaubt ihr nicht an die Macht der Drachen? Ich hab ja nichts gesagt. Das will ich dir auch geraten haben, dämliche Zweiflerin. Die Gemüter sind ja ganz schön gespalten, wenn es um den Drachenpriester geht. Ich sehe ihn. Amon! Da vorne ist er! Der oberste Priester, Katasul, wird zum Volke sprechen. Lausche deine Worte. Ein Mensch aus Fleisch und Blut? Tatsächlich. Hier. Also, jetzt. Ist er also ein, naja, ein Mensch? Natürlich. Was sollte er sonst sein? Ein glubschäubiger Gritschnack? Der oberste Priester des Drachenordens. Eher eine Sekte, wenn ihr mich fragt. Machen den Menschen Angst und nutzen diese, um neue Mitglieder zu rekrutieren. Aber Diamos duldet ihn. Also können wir nichts gegen dieses fanatische Geschmeiß tun. Der Wirt hat recht. Saphira, da bist du ja wieder. Katasul da vorne. Ich sehe ihn. Doch habe ich ihn nie aus dieser Position betrachtet. Nicht damals. Nicht aus der Sicht des Volkes. Das Volk lässt sich nicht gerne seine Moral von einem dahergelaufenen Prediger einreden. Das sage ich dazu. Aber wenigstens nicht alle. Wenn ihr mich nun entschuldigt, ich habe zu arbeiten. Ei, hast du gut auf Saphira Acht gegeben? Die Kleine ist härter im Nehmen, als ihr vielleicht glaubt. Dein dunkler Freund ist mir nicht von der Seite gewichen. Die Atempause hat mir gut getan. Ich kann wieder klar denken. Bin bereit für das, was nun folgen wird. Ruhe! Zum letzten Mal! Schweigt endlich! Volk der Drachenlande! Hört nun die Worte eures obersten Priesters. Vernehmt die Stimme desjenigen, der noch an diesem Tage eine Audienz bei Diamos persönlich erhält. Da ist er. Der sah ja schon zu Lebzeiten aus wie ein wandelndes Skelett. Schwarze Robe, bleicher Schädel. Hände wie die Klauen eines weißen Dämons. Volk der Drachenlande, hört mich an. Dieser elende Bastard. Ich könnte ihm hier und jetzt den Hals umdrehen. Beruhige dich, Saphira. Bedenke, dass wir Zeitreisende sind.
Wir dürfen nicht in die Abfolge der Geschehnisse einsteigen. Glaub mir, es drohen schreckliche Konsequenzen. Ja doch. Ich habe sie lang und breit instruiert, Tipp. Sie versteht, dass sie den Lauf der Geschichte nicht zu sehr verändern darf. Ich hoffe, dir und dem dümmlichen Schwertschwinger ist das ebenso klar. Keine Sorge, Vertrauter. Wir haben nichts getan, das den Verlauf der Zeitgeschichte beeinträchtigen würde. Still jetzt. Kater Sul hält nun seine Ansprache zum Volk. Menschen, die ihr in Diamus Frieden leben dürft, Bewohner der Lande, die ihr euren Kindern von keinem Krieg berichten müsst, von keiner Gefahr, die des Nächtens draußen lauert, Bürger der Stadt, die der Gnade der Elementdrachen alles, ja, wirklich und wahrhaftig alles verdanken. Wir alle leben im Lichte der Drachen. Sie brachten uns Frieden. Sie brachten uns Wohlstand. Unser Handel blüht und unsere Kinder leben in Freiheit. Dies alles verdanken wir Diamus, dem Gewaltigen. Diamus, dem Gütigen. Diamus, dem Gerechten, dem Herrscher, dem Anbetungswürdigen. Menschen, zeigt eure Dankbarkeit. Werdet Mitglied unseres Ordens und beweist den Elementdrachen eure Gesinnung. Beweist eure Treue. Beweist euren Glauben. Natürlich sind wir dankbar. Jeder hier ist es. Was denn auch sonst? Melina, noch ein Wort und ich vergesse mich. Ich brauche keine Religion, die mir meine Dankbarkeit vorschreibt. Ich warne dich ein letztes Mal. Unterbrich den obersten Priester nie wieder. Die Drachen sind es, die einen konstanten Frieden ermöglichen. Ihre Macht, ihre Weisheit und ja, auch ihr nahezu endlos langes Leben. Nur dank ihres hohen Alters können sie die Weisheit erlangen, die Diamus uns in all seiner Güte gewährt. Nur dank diesem unendlich wertvollen Schatz konnten wir unsere Lande zu solcher Schönheit aufblühen und gedeihen. Wir danken den Drachen. Sie sind die Hüter des wohl größten Geheimnisses unserer Erde. Das Geheimnis der Unsterblichkeit. Danke euch, danke. Ich danke euch, meine lieben Freunde. Wir alle baden im Lichte der Drachen. Und wer weiß, vielleicht werden sie eines Tages das große Mysterium des ewigen Lebens lüften und mit uns teilen. Dann werden auch wir sein wie Drachen. Mächtig, unsterblich, göttlich. Jetzt langt es aber. Was für ein Schwachsinn. Glaubt ihr das wirklich, Freunde? Glaubt ihr diesem Scharlatan? Wir sind Menschen. Menschen. Niemals werden wir wie Drachen sein. Dieser Priester macht nichts weiter als falsche Versprechen. Das hast du nun von deiner Unverschämtheit, du dämliche Schlampe. Katasul ist unser geistiger Führer. Du hast dich ihm zu unterwerfen. Ich habe ein Recht auf meine freie Meinung. Und ich verkünde sie stolz und ungebrochen. Ach ja? Dann nimm auch das hier. Das. Das auch. Das. Na, wie schmeckt dir mein Stiefel? Der Drischtorden ruft die Frau ein. Seht ihn euch an. Katasul steht oben auf seiner Bühne und sieht schweigend zu. Diese Frau hat doch nichts Unrechtes gesagt. Ich werde ihr helfen und... Nein, bleib hier. Du darfst nicht einschreiten. Amon, bitte nicht. Wenn sonst niemand für die arme Frau eintritt, dann eben ich, oder nicht? Dies ist nicht unsere Zeit. Wir dürfen nichts tun. Gar nichts? Gar nichts. Es könnte die Zukunft verändern. Wer weiß. Vielleicht würde die Grafschaft Falkenfels niemals entstehen. Oder zumindest nicht auf die Weise, die wir heute kennen. Dann wäre mein Vater... Vielleicht niemals geboren worden. Womit auch meine eigene Geburt niemals stattgefunden hätte. Bedeutet das, diese Frau zu retten, wäre sowas wie Selbstmord? Tatenlosigkeit. Das widerspricht allem, was mir gelehrt wurde. Genug! Du wirst Melina nicht mehr anrühren, Kado. Ich verbiete es! Habt ihr das gehört? Er kennt sogar ihren Namen. Das ist doch nicht möglich.
Der Priester. Was für eine Aura. Aber Meister Katasul, ich tat es für euch, in eurem Namen. Ich glaube an euch. Wir alle tun das. Bringt ihn zum Schweigen. Halt deinen Mund, Unwürdiger. Ah, ich verstehe nicht. Warum? Bürger dieser Stadt, hört mich an. Soeben wurden wir alle Zeugen einer unwürdigen Tat. Kado, ein frommer Gläubiger und Diener des Drachenordens, hat gesündigt. Oberster Priester, Katasul, ich bitte euch, was habe ich denn Falsches getan? Elina war es. Sie hat den Drachen gelästert. Sie hat den Orden gelästert. Selbst euch. Du Elender. Ruhe. Kado, versteh mich nicht falsch. Deine Absichten waren ehrenhaft, denn die Gesinnung Melinas ist schändlich. Ein bösartiger Geist hat von ihr Besitz ergriffen. Anders ist ihr Verhalten nicht zu erklären. Das ist himmelschreiender Unsinn. Ja, das hast du von deiner Unverschämtheit. Unterbreche niemals wieder unseren obersten Priester Katasul. Er untersteht direkt dem göttlichen Drachen Diamos. Noch heute hat er eine Audienz bei ihm. Ich werde jetzt... Amon, nein, wir dürfen nicht eingreifen. Glaub mir, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als diesem falschen Priester die Kehle durchzubeißen. Aber wir dürfen nicht. Kann ich dich wieder loslassen? Aber ich sage euch, das schmeckt mir nicht. Die beiden verstehen sich ja ausgesprochen gut. Die geheimnisvolle Monsterjägerin und der Schwertschwinger, der mal wieder schwer von Begriff ist. Was uns gerade zum Vorteil gereicht. Sieh, die Bürgerin wird fortgeschafft. Lass mich los! So lasst mich doch! Bürger! Feinde! So hilft mir doch! Hilfe! Hilfe! Du kommst mit, hier entlang. Keine Widerrede. Gehorche, ungehöriges Weibstück. Das arme Kind ist verwirrt. Sie weiß nicht, wovon sie spricht, und es wird ihr vergeben werden. Wir bringen sie in den Tempel der Drachen. Dort, wo unsere Gemeinschaft den ehrwürdigen Diamos und seine Kinder anbetet, wird sie geläutert werden. Sämtliche Unreinheit wird von ihr abfallen. Darauf gebe ich mein Wort. Melina wird zurückkehren und sie wird vom Licht des Diamos umstrahlt sein. Ihr Herz wird rein sein, das schwöre ich euch. Beginnen wir nun zu beten und zu danken. O allmächtiger Drachenvater, wir loben dich, wir preisen dich. Großer Elementdrache Diamos, der du thronst in den Gipfeln des höchsten Berges, wir kriechen vor dir im Staub der Erde. Ich ertrage das nicht länger. Saphira! Worauf wartet ihr noch, ihr Zweibeiner? Hinterher! Lasst dem Priester sein kleines Theaterstück aufführen. Wir haben Besseres zu tun. Die große Eintracht der Völker. Wir loben dich. Wir preisen dich. Saphira, so warte doch! Verflucht ist die schnell! Saphira! Sie bleibt endlich stehen. Bei dem großen Felsen an der Weggabelung. Saphira! Was denkst du dir dabei? Einfach fortzurennen? Amon hat... Ich habe recht, das willst du doch sagen, nicht wahr? Ich wollte nicht... So würde ich es zwar nicht formulieren, aber wir sind allesamt durch eine magische Kettenreaktion in diese Zeitebene geschleudert worden. Gemeinsam. Und nur gemeinsam werden wir einen Weg zurückfinden. Schon klar. Aber wir haben doch keine Ahnung, wie wir das anstellen sollen. Wir brauchen den Stab. Er ist der Kern, das Zentrum, die arkane Mitte. Du meinst den Stab des Drachenpriesters? Genau. Er besteht aus Drachenbein. Knochen von Drachen sind ungeheuer mächtig. Und ich bin mir sicher, dass Katasul ihn irgendwo in seinem Tempel versteckt. Wir könnten... Nein!
Was ist eigentlich los mit dir, Monsterjägerin? Wir alle wissen, dass du ein Geheimnis verbirgst. Spuck es schon aus. Wir haben es satt, dir blind hinterherzulaufen und dein Schweigen zu ertragen. Ich schweige nicht aus Boshaftigkeit oder Missgunst. Es fällt schwer, das zu sagen, aber das schwarze Schnabeltier hat recht. Ganz genau. Hey! Wirklich? Ich weiß nicht genau, ich... Du hast diesen Ort als die Vergangenheit erkannt. Und man nennt dich die Drachenprinzessin. Das gibt mir zu denken, Saphira. Wärest du nicht ein Mensch und eine Monsterjägerin, hätte mich die Herkunft deiner besonderen Kräfte stutzig gemacht. Es bleibt mir kaum etwas anderes übrig, als die Vermutung beiseite zu wischen und dich direkt zu fragen. Was geht hier vor sich? Was verbirgst du vor uns? Ich finde auch, dass du uns eine Antwort schuldig bist. Rede schon! Seid still! Seid verdammt nochmal endlich still! Ich ertrage euer dummes Geschwätz nicht. Glaubt ihr denn, dass es mir gut geht? Glaubt ihr, dass ich weiß, was hier geschieht? Was vor sich geht? Warum mir Katasul vertraut ist und zugleich fremd? Ich habe keine Antwort auf diese Fragen. Ich stelle sie mir selbst. Wieder und wieder und wieder. Doch mein Geist ist schwer. Etwas lastet auf ihm. Lässt mich nicht hindurch. Saphira! Es hat mit meiner Vergangenheit zu tun. Etwas hier ist richtig und zugleich auch falsch. Wie ein Schatten, der zum Licht wandert. Hier an diesem Ort, der mir so vertraut ist. Etwas blockiert mich, hat mir die Möglichkeit genommen, mich zu verwandeln. Doch ich weiß nicht mehr, welche Gestalt mir verwehrt bleibt. Es ist die Zeit selbst. Sie ist mehr als eine Abfolge von Ereignissen. Sie ist Energie und Materie. Sie ist ein Gefäß und sie fließt. Eine unerforschte Macht im Gefüge der Universen. Sagtest du gerade Universen? Was genau meinst du mit... Später, Tipp. Später. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss gehen. Es für mich selbst herausfinden. Es muss geschehen, oder es wird geschehen. Saphira, bleib bei uns! Saphira! Amon, lass sie ziehen. Wir werden sie wiederfinden. Sie ist aufgewühlt. Könnte eine Dummheit begehen. Was auch immer sie bewegt, sie muss es selbst herausfinden. Lassen wir ihr die Zeit, die sie benötigt. Bei dieser Aufgabe kann Hilfe von außen keinen guten Dienst erweisen. Eine Prüfung ihrer Seele. Ein Kampf mit sich selbst. Ein Ring gegen den eigenen Geist. Ich verstehe. Kämpfen, versteht ihr, war ja klar. Die Monsterjägerin läuft in Richtung Drachenberg. Aber was machen wir? Das Einzige, das sinnvoll ist. Wir suchen das einzige Wesen, auf das mächtiger ist als der Drachenpriester selbst. Diamos, den Drachenvater, der Begründer seiner Linie. Also zum Drachenberg? Auf zum Drachenberg. Ich rannte und rannte und rannte, immer weiter voran. Einer Richtung entgegen, die mir mein Instinkt diktierte. Tränen rannen meine Wange hinunter, doch ich konnte nichts anderes tun, als zu rennen und zu rennen. Ab und zu hielt ich inne und mühte mich mit aller Kraft. Ich wollte etwas tun, meinen Körper zu etwas zwingen, ihn verändern. Doch zu was? Ich wusste es nicht. Wir waren in einer anderen Zeit und eine fremde Macht blockierte meinen Geist. Er war geschunden und lebendig. Mir fehlten die Worte. Antrieb und Verzweiflung lösten Irrsinn und Feuereifer ab, immer im Wechsel. Meine Füße trugen mich gebundene Wege entlang, vorbei an kleinen Wäldern und gewaltigen Blöcken aus Stein. Weiter und weiter, bis ich irgendwann entkräftet auf die Knie sackte. Was? Wo bin ich hier? Ohne eigenes Zutun hatten meine Beine mich an einen Ort getragen, der mir vertraut und fremd zugleich war. Wie alles in diesem Land, dieser Zeit. Doch hier fühlte ich mehr Geborgenheit und Zuneigung,
jedoch auch tiefe Trauer, die mein Herz füllte. Vor meinen Augen erhob sich das steinerne Denkmal einer majestätischen Drachenfrau. Sie hatte die Flügel wie ein Abendkleid um ihren Leib geschlungen, den langen Kopf erhoben und erweckte doch den Eindruck, dass sie da war, zuhörte, verstand. Jade, Mutter der Drachen, ich erkenne dich. Warum weiß ich, wer du bist? Wer bin ich? Was tue ich hier? Jade, tote Drachenmutter. Du gabst dein Leben für dein jüngstes Kind. Starbst im Kindbett. Weshalb weiß ich das? Aus welchem Grund ist mein Herz voller Trauer? Jade, ich bitte dich. Erhöre mich. Hilf mir, armen Menschenkind. Mein Geist ist verwirrt. Meine Seele wiegt schwer. Erhöre mich! Es war ein Ort der Stille und der Trauer. Zu Füßen der Statue von Jade sank ich nieder. Die Mutter der Drachen wachte über mich, während ich mich meinen Gefühlen ergab und hemmungslos schluchzte. Bittere Tränen benetzten den Boden, auf dem ich mich einrollte wie ein Neugeborenes in seiner Wiege. Warme Haut auf rauem Stein. Trauer und Trost. Verzweiflung und Mut. Was fühle ich? Warum fühle ich all das? Ich bemerkte es erst, als meine Tränen von meiner Nasenspitze tropften und zu schweben begannen. Was zum... Ein Zauber? Ist da jemand? Hallo? Ich kann euch spüren, wer auch immer ihr seid. So zeigt euch doch! Nicht nur meinen Tränen war die Schwerkraft genommen worden. Selbst der Wasserfall fiel nicht länger. Helle Lichter ließen die Wasserperlen schimmern. Weiß und grün leuchtende Kugeln umtänzelten mich in weiten Bahnen. Sie funkelten wie Edelsteine. Grün, weiß. Es kam mir so bekannt vor, so vertraut. Es sah aus wie... Saphira. Jade? Ich kann immer noch nicht glauben, dass man uns diese Pferde für ein Versprechen überlassen hat. Ich meine, welcher Händler in Falkenfels verlässt sich auf das Wort eines Fremden, ohne eine Sicherheit zu hinterlegen? Wir sind aber nicht in deinem ach so geliebten Falkenfels, Schwertschwinger. Drachen, die über die Lande herrschen. Verschiedene Völker, in Eintracht lebend und geeint. Frieden und Freundschaft sowie Pferdehändler, die darauf vertrauen, in der Zukunft entlohnt zu werden. Die Zeiten waren einstmals wahrlich anders. Das mag sein. Aber ist denn auch wirklich alles besser in diesem so andersartigen Frühjahr? Wirf nur einen Blick zurück. Der Drachenpriester ist ebenso wie wir auf dem Weg zum Berg des Diamos. Katarsul gehört nun nicht zu den positiven Besonderheiten dieser Zeitebene. Bei allen Dämonenhöllen, bereits sein untoter Schatten hat uns in unserer Gegenwart beinahe in das Reich der Toten verbannt. In diesem Punkt stimme ich euch zu. Noch ist Katarsul jedoch nicht der mächtige Magier, der er wohl noch werden wird. Noch lebt Diamos. Noch leben auch all die anderen Drachenkinder, die seiner Linie entstammen. Dort oben, in den Lüften, tollen sie umher. Frei und ungebeugt. Ein Himmel voller Drachen. Was für ein Land. Was für eine Zeit. Riecht ihr das, Tipp und Ei? Feuer brennen. Die Fremde liegt in der Luft. Ich höre ihren Lockruf. Dies ist eine Zeit der Abenteuer, eine Welt der Krieger und der wilden Bestien, voller Wagnis und Mysterien. Der kleine Muskelprotz sabbert ja schon bei seinen Phantastereien. Hey, aufwachen, Schwertschwinger. Du willst dich mit Drachen anlegen? Dann tu es auch. Da vorne kommt einer direkt auf uns zu. Hä? Tatsächlich, wie groß er ist und feuerrot. Wir haben seine Aufmerksamkeit erregt. Auf
Hoffen wir, dass er uns wohlgesonnen ist. Wir waren kaum in der Lage, mit einem toten Drachen fertig zu werden. Ein lebendiges Exemplar dürfte unsere Knochen binnen weniger Herzschläge zu Asche verglühen lassen. Achtung, da kommt er! Steigt von den Pferden ab! Was für ein Auftritt, meine Damen und Herren! Darf ich euch einen angeberischen Drachen präsentieren? Wie gut, dass du deine Gefühle zumindest auf unsere telepathische Ebene verlagert hast, anstatt den Drachen selbst anzugreifen. Doch still jetzt! Nun wiegt jedes Wort schwer wie Gold. Oder Drachenbein. Wer seid ihr, Fremde? Wer wagt es, den Weg zur Feste meines Vaters zu beschreiten? Dies sind der Magier Tiberius und sein Freund Ei. Und mein Name lautet Amon. Amon von Falkenfels. Von Falkenfels? Ich habe diesen Namen noch niemals gehört. Sag ich doch. Dein Falkenfels existiert doch nicht. Halt den Schnabel, Ei. Dieses Land gehört also nicht zum Reich des Diamos. Ihr seid weit gereist, Fremde. So mag es sein, dass ihr die Sitten und Gebräuche nicht kennt. Und ich will euch dieses Mal vergeben. Zieht von dannen. Der Weg ist euch versperrt. Ja, von dem fetten roten Drachen da. Ei, halte dich bitte zurück. Tut mir ja leid, aber schon diese gestellte Redeweise. Ha! Arrogantes Drachenpack. Aber kommt dir seine Stimme nicht bekannt vor? Wie meinst du das? Kennst du ihn? Vielleicht kennen wir ihn. Oder werden ihn kennenlernen. Lass ihn mal etwas sprechen. Verzeiht uns, ehrwürdiger Drache. Wenn ihr meinen Namen nicht kennt, dann müsst ihr wahrhaft fremd sein in unserem Reich. Doch, doch. Ich glaube, ich erkenne ihn. Zumindest seine Stimme. Sein Körper wird sich ja noch ganz schön verändern. Ihr kennt Ruber nicht, Reisende? Den ältesten Sohn und Prinzen des großen Drachenreiches? Katasul, Priester der Menschen. Drachenpriester, Hobern. Ich predige nicht das Werk oder die Lehre der Menschen, sondern diejenigen eures Vaters Diamos. Doch seht euch nur an. Oh, wie mächtig ihr von Gestalt seid. Und euer Feuer ist heißer als die brodelnde Lava eines Vulkans. Genug der Schmeicheleien, Katasul. Ihr habt eine Audienz bei meinem Vater? Der große Diamos erwartet mein Erscheinen. So ist es. Vertraut sind wir miteinander und verwoben durch Schicksal und Anbetung. Ich kannte einmal eine Schneckenfrau namens Daria. Bitte wie? Wovon sprichst du? Deren Schleimspur war auch stets bis zum fernen Horizont hin sichtbar. Aber von dem griecherischen Priesterlein da vorne könnte Daria und ihre gesamte Rasse noch etwas lernen. Ihr dürft ziehen, Priester. Lasst meinen Vater nicht warten. Niemals! Hia! Reite, du alter Gaul! Hia! Dass Vater diesen Winzling zu ertragen vermag, wird mir auf ewig unbegreiflich sein. Rubon, hört mich an! Was macht der Bengel da? Er wird doch nicht etwa... Katasul wird euch verraten. Er wird euch alle verraten. Oh nein! Er tut das wirklich. Dieser Mann ist gefährlich und er plant, euren Vater zu stürzen. Er wird das gesamte Land in einen verheerenden Krieg stürzen und das Geschlecht der Elementdrachen ausrotten. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben und ihr und eure Familie werdet mit dem Leben dafür bezahlen, wenn ihr nicht jetzt sofort handelt. Ei, wie gefährlich ist es, die Zeitlinien zu verändern? Das werden wir wohl genau jetzt herausfinden. Ein Menschenjunge mit prophetischen Neigungen? Die Voraussagungen geraten euch doch recht düster, Amon von Falkenfels. Ich meine es ernst. Wir sind hier, um euch zu warnen. Katasul bedeutet Gefahr, Tod und Zerstörung. Er wird, also in der Zukunft, erneut aufsteigen und dann... Also ich meine... Tipp, hilf mir doch mal. In der Zukunft? Es gab nur ein Wesen, das die Zeit wahrhaft zu überschauen vermochte. Ihre Macht war gewaltig und bleibt unübertroffen. Von wem sprecht ihr, Rubon, Sohn des Diamos? Von meiner Mutter, Jade. Die Beherrscherin der Zeit. Was geschieht hier? Ein Zauber? Doch welcher? Das fühlt sich nicht gut an. Hm?
Was zum Geier ist denn jetzt passiert? Hä? Saphira, da bist du ja wieder. Wir wurden an einen anderen Ort gebracht. Eine arkane Teleportation. Das fühlte sich nach mehr an, Tipp. Ei hat recht. Dies war die Überwindung von Raum und Zeit. Wir befinden uns am späten Nachmittag desselben Tages, an dem wir in dieser Zeitebene angekommen sind. Also ein Sprung von wenigen Stunden. Doch wie? Und wozu? Wo sind wir hier? Saphira, weißt du das? Sagt mal, hört ihr das auch? Das ist doch Saphiras Stimme. Ich geh nachsehen. Nein, Amon, bleib hier. Hä? Ich hatte eine Begegnung. Ich sehe die Dinge nun klarer. Es gibt nur eines, was wir jetzt tun können. Die Linie der Zeit muss bewahrt werden. Wir sind nur Gäste in dieser Ebene. Doch wir werden nicht mehr lange geduldet. Ich verstehe nur Kutschenbahnhof. Ich denke, ich schon. Der Zeitsprung. Nicht du hast ihn ausgeführt. Nein, ich verfüge nicht über diese Form von Macht. Wir erhielten ein Geschenk von jemandem, der über mich wacht. Doch nun still. Dort drüben wird gerade ein Drache gefoltert. Endlich eine Aufgabe für mich. Ich schreite umgehend ein und eile zur Rettung. Auf keinen Fall. Lass Katasul gewähren. Es ist notwendig. Aber warum? Auch die Stimme dieses Drachens ist mir vertraut. Sehr sogar. Kommt her. Durch diesen Türspalt können wir alles sehen. Da ist Katasul und ein blauer Drache. Er scheint bewusstlos zu sein. Das ist kein Ehrarmer, sondern ein Drachenweibchen. So, aber sie scheint ohne Bewusstsein zu sein. Seid doch endlich still, alle beide! Einmal mit Profis spionieren. Mein Meister und Gebieter, die Drachenprinzessin, sie ist ohnmächtig. Guter, schafft sie heraus. Sie wird keine Gefahr für uns darstellen. Sie fortschaffen? Aber wohin? Bringt sie in den Gornverwalt. Doch bleibt im Schatten der Bäume. Wir wollen doch nicht, dass Rubon und seine Geschwister sehen, was wir mit ihrem lieben kleinen Schwesterchen anstellen, nicht wahr? Ganz wie ihr befehlt, oberster Priester. Ihr da! Kommt herbei! Wir brauchen kräftige Arme, um diesen Drachenkörper fortzuschaffen. Na los doch, herbei mit euch! Der Priester, er kommt direkt auf uns zu. Verflixt! Was machen wir jetzt? Verstecken, was denn sonst? Hinter die Kiste mit dir, Schwertschwinger, Hopper! Nein! Dies ist der Ort der Entscheidung. So wurde es mir mitgeteilt. Ich vertraue Jade. Jade? Diesen Namen tut doch die Mutter der Elementdrachen. Ist sie nicht verstorben? Das ist sie. Doch ihre Macht wirkt noch fort. Ruhig jetzt. Erwartet euer Schicksal. Nein, erwarten wir unser Schicksal. Diese Zeit ist nicht unsere Zeit. Auch nicht die meine. Tipp, der Stab ist der Schlüssel. Er brachte uns hierher. Also ist es nur folgerichtig, dass er uns auch wieder zurückbringen kann. In unsere Zeit. Ja. Wie? Wer seid ihr? Wie seid ihr hereingekommen? Wache! Wache! Ich hab ihn! Tipp, Saphira! Tut, was auch immer notwendig ist! Schnell! Warum ausgerechnet dieser Name? Das ist ja schnell eskaliert. Was soll ich tun? Den Stab! Den weißen Stab aus Drachenbein! Er hält ihn in Händen! Er ist die Brücke! Pack zu! Greif ihn dir! So wie auch Katasul, so bist auch du vom Schicksal ausersehen, das Drachenbein nutzbar zu machen. Entfessle seine Kräfte. Tipp, tu es! Also gut. Nein! Der Stab kopiert mir ein! Lass mich los! Sofort! Der wehrt sich ganz schön. Ziemlich kräftig für so einen alten Gelehrten. Beeil dich, Tipp! Mit einem Mal waren meine Hände feucht und mein Mund wie ausgedörrt. Dennoch schritt ich voran. Es war Schicksal. Ich spürte es. Dieser Stab, er zog mich an. Meine fiebrigen Augen waren an das Objekt meiner Begierde geheftet. Tipp, sei vorsichtig! Ich werde... Der Stab ist mächtig, doch du bist es auch. Halte deinen Geist rein! Ich verstand nicht, was mein Vertrauter mir zu sagen versuchte, doch es war mir auch gleichgültig. Meine Hand fuhr aus und ich ergriff ihn. Den Stab. Dann
explodierte die Magie. Nein! Nicht mein Stab! Nein! Katasul konnte nichts tun. Meine Hände schlossen sich um das Drachenbein. Es war heiß und kühl zugleich. Brannte, fror, pulsierte auf eine gute Weise. Etwas in mir reagierte. Ich fühlte die Weite der Welt, Freiheit, wahre Größe. Nein! Hilfe nur mir! Mir! Das alles kommt mir so vertraut vor. Ist das ein Déjà-vu? Alles fließt. Was soll das bedeuten? Ei, hilf mir! Dann packte auch der Drachenpriester zu. Seine knochigen Klauen umschlossen den Stab und jetzt zerrten beide an ihm. Alles wiederholt sich. Ei, hilf mir doch! Ich kann nicht. Ich brauche das Ritual. Wir sind doch nicht miteinander verbunden. So, wie es sein sollte. Ich hatte keine Chance in diesem Zweikampf. Nein, ich hätte keine Chance haben dürfen. Doch ich kämpfte. Wilder und aggressiver als je zuvor in meinem Leben. Die Magie um uns wütete unkontrolliert, entfesselt von dem Kampf zweier Drachenmagier um den mächtigen Stab. Er ist mein! 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 Der Stab ist meine Bestimmung! Alles wiederholt sich. Ei, hilf mir. Die Zeit, sie zerbricht. Die unbändige Magie wirbelt in Milliarden Farben und Formen um uns herum. Nur der Stab zählt. Für Katasul. Für mich. Wir brauchen das Ritual, Tim. Der Stab. Er ist das Zentrum unserer Welt. Er ist unser Universum. Es wird. Es darf nicht. Explodieren! Ei! Hilfe! Sag doch mal! Ich tat es instinktiv, ohne zu wissen wie, ohne zu fühlen wann. Es gab nur das hier, nur das jetzt. Ich schmolz, verschmolz. Feuer und Eis durchströmten meine Adern. Mein Körper löste sich auf, wurde zu den kleinsten Molekülen zerstoßen und wieder zusammengesetzt. Es war das heilige Ritual, dasjenige, das mich an meinen Vertrauten binden sollte. An Tiberius, den Magier, denjenigen, der als X das Schicksal verändern sollte. Ich verband mich jedoch mit dem Stab. Ich weiß nicht, wann es geschah, doch wir waren wieder zurück. In unserer Gegenwart, in unseren Körpern. Saphira hing in ihren Fesseln. Amon war zu Boden gestoßen worden. Ich stand in der Mitte der Grabkammer und rang mit Katasul um die Vorherrschaft des Stabes. Doch irgendetwas war nun verändert. Ich fühle dich. Ei, du bist mir nun vertraut. Wir sind nun miteinander verbunden. Was ist das? Was ist das? Deine Macht ist groß, Katasul! Doch wir sind stärker! Nein! Nein! Ich spürte Ei durch den Stab in meine Seele eindringen. Wir verschmolzen zu einem Bewusstseinszustand, einem Willen, einer Bestimmung. Und wir richteten unseren Zorn gegen Katasul. Gleißendes Licht hüllte uns ein, überdeckte alles, tauchte uns in Weiß. Die Schreie des Drachenpriesters vergingen, wir vergingen, alles verging. Es blieb nur die unendliche Leere des Weiß. Ruban, mein Kind, ich rufe dich. Mutter? Mein Sohn,
wie groß du geworden bist. Ich bin tot, Mutter. Du ebenfalls. Wir sind alle gestorben. Aber nicht immer, mein Sohn. Nicht zu jeder Zeit. Wo sind wir? Wann sind wir? Ich habe eine Bitte an dich. So ich kann, will ich sie dir erfüllen. Gib deine Seele dem Stab. Verwandle deinen Geist in einen Orb und speise ihn in den bleichen Stab aus Drachenbein. Mutter? Es ist an der Zeit, das Rad des Schicksals zu drehen. Vertraust du mir? Ich vertraue dir. Dann tu es. Wie du wünschst, Mutter. Ich werde die Zeit verändern. Es wird sein, als wären Saphira und ihre Begleiter niemals in die Vergangenheit gereist. Sie werden vergessen, doch sie werden wiederentdecken. Sie wird es tun. Die Drachenprinzessin. Sie ist dazu bestimmt. Von dir? Von mir. Denn ich bin Jade. Mein Element ist die Zeit. Was ist das? Was ist das? Deine Macht ist groß, Katasul. Doch wir sind stärker. Nein! Nein! Der Drachenpriester. Er ist verschwunden. Was ist geschehen? Ich weiß es nicht. Wow! Kamst du gerade aus dem Drachenbeinstab heraus? Das tat ich. Und es fühlt sich seltsam an. Aber haben wir es wirklich geschafft? Ist der Priester besiegt? Es sieht so aus, Hermann. Ja! Saphira! Katasul ist fort. Warum hat sie immer noch Schmerzen? Das Ritual. Es wurde nicht beendet. Die Magie zerrt weiterhin an ihrer Seele. Aber wie soll das möglich sein? Katasul ist nicht mehr hier. Er ist im magischen Licht verbrannt oder was auch immer. Wirklich seltsam. Wie soll... Tiberius! Die arkanen Wunder nahmen kein Ende. Erst das Duell mit dem untoten Drachenpriester Katasul, das ein sehr seltsames Ende nahm und nun eine schwebende Lichtkugel. Rote Schlieren pulsierten auf ihrer Oberfläche. Die Stimme, die aus ihr drang, erinnerte mich an die des toten Drachen, dessen verfallenes Grab wir erst vor kurzer Zeit aufgesucht hatten. Zeit. Irgendetwas an diesem Wort ließ mich innehalten. Doch ehe ich den Gedanken fassen konnte, war er bereits wieder verflogen. Saphira, sie hat Schmerzen. So tut doch etwas. Lichtkugel! Was auch immer du bist, es wäre besser für dich, uns zu helfen, oder ich werde... Zeit, Menschensohn. Magier Tiberius, uns bleibt nicht viel Zeit. Die Seele der Drachenprinzessin soll entrissen werden. Dies kann ich nicht dulden. Erhebe den Stab auf Drachenbein, den du den kalten Händen des alten Feindes entrissen hast. Ich? Mir fehlt die Macht, um dieses magische Ritual zu beenden. Ich bin nur ein Adept. Es gilt noch so vieles zu erlernen. Mein Name ist Ruhe. Wir sind uns bereits begegnet. Der Feind ist vergangen. Ich bin nun bereit, meinen Orb in deinen Stab zu geben. Denn er soll fortan dir gehören. Nutze ihn weise und rette die Drachenprinzessin. Sie ist der Schlüssel. Sie ist... Die irisierende Kugel flog auf mich zu, wurde kleiner und kleiner, bis sie als leuchtend roter Ball mit dem bleichen Knochenstab aus Drachenbein verschmolz. Ich spüre es. Die Macht. Sie ist in mir. Im Stab. Ich kann nun... Tipp, rette Saphira. Schnell! Ich glaube, ich kann es jetzt. Der Stab leitet mich. Ja! Berühre ihre Brust mit der Spitze des Stabes. Achtung! Jetzt! Es war nur eine sanfte Berührung. Kaum mehr als ein Kitzel. Saphira, geht es dir gut? Die Monsterjägerin hüpft ja herum wie ein Rehkitz, das zum ersten Mal auf der Wiese tollt. Du hast es geschafft, Tipp.
Das magische Ritual wurde umgekehrt. Ihre Energie ist in sie zurückgeschossen. Ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Ach was, ganze Wälder! Aber wo sind wir? Was ist geschehen? Wie jetzt? Du erinnerst dich nicht mehr? Nein, aber was ist denn passiert? Wo ist Katasul? Was habt ihr alle? Ich verstehe das nicht. Wir auch nicht, Saphira. Was geschehen ist, das ist eine lange Geschichte. Ehrlich? Das alles ist geschehen, während ich in Trance war? Und dann hat Tipp sich den Zauberstab gegriffen und beide zogen wie wild daran. Er ist mein, schrie Katasul. Und Tipp nur so, nein, er ist mein! Schicksal! Ich versichere dir, dass meine Ausdrucksweise für gewöhnlich weniger impulsiv ist. Tja, in unserem guten Tipp hier steckt mehr Feuer, als er selbst ahnt. Meister! Wo sein Meister? Ah! Feinde fort! Meister fort! Krakorg weiß! Krakorg werden tun. Krakorg müssen es tun. Ja. Meister haben befohlen. Krakorg gehorchen. Ja. Ja.